Alles klar, Leute, herzlich willkommen zurück hier zu GTA 5. Ja, unsere Mission ist es jetzt auf jeden Fall erstmal zu Leicester zu fahren. Ich weiß gar nicht, ah ja, haben wir hier direkt auch drin in der Mini-Menü, im Interaktionsmenü. Und wir machen uns jetzt direkt auf den Weg zu ihm. Und dann wollen wir mal sehen, was wir so da erwarten. Erstmal wieder gemütlich hier durch die City cruisen. Ganz entspannt. Voilà. Immer da denken, Licht anmachen. Ansonsten wird man hier noch umgenagelt. Na, wenn man die nicht, wenn man einen nicht sieht, wird man umgenagelt. Weißt du, guck kein Licht an und umgenagelt. So sieht's aus. So wird's gemacht. So, das sind jetzt auch nur 2,5 Kilometer, also ist alles entspannt. Und wir können später bestimmt auch nochmal zum Abomination fahren. Oder allgemein nochmal ein bisschen unsere Klamotten ändern. Weil auf Dauer ist es ja ein bisschen langweilig. Oder? Aber dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Zeit. Die haben wir jetzt nicht, weil jetzt geht's ab mit Missionen. Einfach Missionen machen, ne? Das macht Spaß, das wollen wir. Und was mir auch gerade so aufgefallen ist, was mir schon länger aufgefallen ist, wollte ich eigentlich sagen, Fahrzeuge, die NPC-Fahrzeuge, die ziehen einfach mal sowas von schnell rüber, manchmal. Guck mal, wenn man hier so links neben dem fährt, jetzt meinetwegen, dann ziehen die eiskalt mal eben so komplett rüber. Aber in einem Tempo, das ist unglaublich, wirklich. Oder die bleiben einfach mal vor dir stehen direkt oder irgendwie sowas. Oder irgendwo spawnt ab und zu mal irgendein Bus und so. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Das ist, ja, nicht so dolle, ne? Feier ich jetzt nicht. Aber naja, das ist mega. Guck da! Habt ihr es gesehen? No! Not really, oder? Nicht dein Ernst. Das war jetzt nicht dein Ernst. Oh Mann, ey. Oh, nee. Yo, easy. Hat uns hier nur $390 gekostet. Alles gut. Jetzt haben wir kein Auto mehr. Jetzt können wir uns wieder ein Auto klauen. Ich dreh durch, ey. Boah. Wir nehmen uns jetzt einfach den Wagen da vorne. Junge, muck hier nicht rum jetzt, ey. Das geht mir zu weit. Guck, der steht da mitten auf der Straße und muckt alle an, ey. Unglaublich, diese Menschen. So, war das jetzt noch zu Leicester? Ja. Naja. Naja, wir schaffen das bestimmt heute noch. Warte mal, das geht gar nicht. Das ist cool. Guck mal hier ordentlich an. Ja, hier läuft immer geiler Shit. Kann man mal anlassen, ne? Ah! Mann! Ich glaube, mir wurde heute richtig fett ins Gehirn geschissen, ey. Unglaublich sowas. Dick, nee! Nö, vielleicht habe ich keinen Bock mehr, echt. Ich will einfach nur zu Leicester, Mann! Ist das so schwer? Oh. Naja. Naja. So, haben wir es jetzt endlich mal geschafft? Muss ich hin? Da rein bestimmt. So, endlich geht's los. Fuck you, Leicester. You gonna let me in or what? Give me a minute. Perfekt. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Leicester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Leicester. About what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone.
that instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism, and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Alles klar, los geht's jetzt. Mit unserem kleinen Däschchen. Können wir auch mal losfahren. Jetzt müssen wir wieder mit dem gleichen Wagen hier fahren, ne? Moment, hier steht auch... Aha! Sieht doch schon mal ein bisschen besser aus, oder? So, wo müssen wir nicht hin? Ach so, ist schon ausgewählt. Perfekt. Perfekt, perfekt. Gut, wieder 2,5 Kilometer. Alles entspannt. Yeah, so läuft das. Ja, ich wurde jetzt auch gefragt, wie das aussieht mit GTA Online. Ob ich GTA Online spiele, ob ich das aufnehme, ob das hier auch mit auf dem Channel ist. Und ich kann euch sagen, ja, es ist hier auch auf dem Channel. Ich hatte es auch schon ein paar Parts davor gesagt, dass ich es natürlich aufnehmen werde. Das ist logisch, ne? Das ist ja absolut genial. GTA Online macht einen Heidenspaß. Und deswegen, also, findet ihr das hier natürlich auch auf dem Channel. GTA Online ist noch mit einem Kollegen von mir. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinwatchen. GTA Online macht auf jeden Fall richtig, richtig Spaß. Und ist wirklich richtig witzig. Und ja, wenn ihr euch jetzt sagt, ja, wäre ja mal ganz geil, wenn ich mal mitzocken kann. Kein Problem. Schreibt einfach in die Kommentare euren Namen. Oder ihr geht ins Social Club und edit oder fügt eine Crew hinzu. Und zwar heißen wir da The Trap Gaming. Ansonsten schreibt einfach einen Kommentar, wenn ihr es nicht packt. Das ist dann auch kein Ding, dann schreibe ich euch das nochmal. Alles easy. Ah, excuse me. I got this interview with this tech company. I'm thinking I need something, I don't know. Geeky. Youth. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? All right. Nee, das will ich nicht. Gibt's hier nicht irgendwas Vernünftiges? Jo, das wär's. Nee, ich will einfach irgendwas Schlichtes. Was ganz Schlichtes. Das ist mir zu schlicht. Gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Eventuell gibt's hier noch irgendwas Besseres. Hier gibt's noch andere Hemden. Nee, da haben mir die anderen schon besser gefallen.
Das sieht doch nicht aus. Was ist das? Es liegt daran, dass das natürlich so ein Pennerladen hier ist, ey. Die haben natürlich nichts, ey. Wisst ihr was? Dann machen wir... Nein, die wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte die hier, dann machen wir das so, dass wir uns jetzt einfach... Einfach ganz entspannt. Wer das... Oder das holen. Egal, wir nehmen jetzt erstmal das. Speichern wir natürlich. Und können wir uns hier noch irgendwas... Nö. Die Jeans, genau, das ist ganz gut. Not those. Please, not those. They are a cry for help. So. Eine Uhr oder so kann man sich hier bestimmt nicht kaufen, ne? Weil das fehlt natürlich noch. Das ist ja ganz nackt, das geht ja nicht. Eine Uhr. Nee. Andere Accessoires gibt's hier auch nicht, oder? Habe ich das nur übersehen? Der Lade ist echt der reinste Müllhaufen hier. Ah, was ist hier? Ah, eine Brille. Oh. Ist natürlich wunderschön, sowas. Wunderbar. Sieht aus wie ein Hipster, Alter. Ey, komm. Wenigstens etwas. Was anderes? Also Brillen habe ich schon mal gefunden. Ne, ich glaube, da müssen wir später mal in einen anderen Laden reinfahren. Da gibt's hier nichts. Aber Schuhe gibt's. Hässlich, 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 mega hässlich. Hässlich, 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 hässlich. Ah, Krise. Lassen wir unsere Latschen halt an. Solange die noch gehen, läuft es. Badut. Nee, ich glaube, das reicht erstmal. Naja, wir sehen jetzt. Naja, komm, für den Anfang. Wir haben nicht viel Geld. Wir haben insgesamt 7042 Euro nur. Und einen Rucksack auf dem Rücken, von daher müssen wir ein bisschen sparen. Ja. Und jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Und wir haben jetzt die Aufgabe, weiter zu fahren. Und was da alles passiert, das werdet ihr dann im nächsten Part sehen. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mal Feedback da, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis Danny.